Was stinkt und freut sich? Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Mit dabei ist heute leider Lukas. Das hat mir jetzt gerade schon ein bisschen Angst gemacht, aber was geht auf? Ja, schön, Leute. Wir sind heute hier bei einer Folge Deck und Flach. Mit dabei ist heute Jodica Lustig. Stimmung auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, Jodica Lustig, baller doch direkt mal ganz gepflegt den ersten Witz raus. Hier ist das Mikrofon, junge Dame. Was muss ich vorlesen? Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt, ich krieg ein Brot, darauf der Bäcker Sachen gibt's. Lukas, Mann, du hast gesagt, du sollst lachen. Ich hab gesagt, du sollst lachen. Achso, warte. Lukas sagt, ich krieg ein Brot, darauf der Bäcker Sachen gibt. Perfekt, Lukas, mach du doch direkt den nächsten Witz. Okay, der ist echt gut. Und zwar, ich habe letztens einen Zettel von der Polizei gelesen, darauf stand, suche Jugendlichen Anfang 20, der am Ostbahnhof Fahrräder klaut. Ja, hab ich mich direkt beworben. Junge, Alter. Okay, in der Disco. Na, meine Süße, auf Disco ganz allein, hat mich eingeschissen. Da steht, sie wollte furzen, aber hat mich eingeschissen, ist nochmal ein bisschen besser, weißt du? Das kommt so richtig unerwartet so. Nee, finde ich nicht. Ich finde, genau das erwartet man, wenn man eine Frau in der Disco anspricht. Ja, okay. Zumindest sorry, da, wo du herkommst. Gut, Jodie kann lustig. Lukas, wollte ich dich fragen. Oh. Ich weiß nicht, wer könnte das sein? Ein Geburtstagskind. Oh Lukas, ich hasse dich! Der ist halt wirklich so schlecht. Finde ich überhaupt nicht. Find ich oh gar mein nicht, Gott, Alter. Ich schau mal den nächsten raus. Ich kann euch den gleichen Witz vorlesen, Lukas lacht. Ja. So ein Schleimer, oder? Mann. Unangenehm. Hä, na? Mach weiter Alter. Jetzt, Mann. Okay, pass auf. Du lachst, Mann. Das okay, ab jetzt, ab los jetzt! Okay, ab jetzt lach ich. Zwei Männer im Supermarkt stoßen zusammen, sagt der eine ganz nervös. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst, ich suche meine Frau. Darauf der andere, oh, mir geht's genauso, ich suche schon seit 30 Minuten, wie sieht denn deine aus? Ja, sagt der eine blond, wieder. Dicke Titten, ja, lass uns deine suchen. Super Witz, Lukas. Perfekt, machen wir einfach weiter, ich bin dran. Was bekam der kleine Dalai Lama morgens zum Frühstück? Butterbrot! Ah! Wieso lacht ihr jetzt? Siehst du, weil er eng. Scheiße, Mann. Warum feierst du die selber so hart danach? Okay, Jody, auch raus hier. Was macht der Mathelehrer in seinem Garten? Was für ein. Ja, weiter? Er kackt sich ein. Eigentlich Wurzeln ziehen. Perfekt. Oh, Lukas, fuck, deine Mutter ist so fett, immer wenn sie mit High Heels rausgeht, kommst du mit Flipflops zurück. So. Alles klar, perfekt. Machen wir weiter, Lukas, du bist dran. Pass auf, an die Frau, die nachts immer so laut an meine Tür klopft. Nee, ich lass sie nie raus. Jody hat gelacht, der war gut. Super. Oh perfekt. Yeah. Perfekt. Lukas, perfekt. Deine Mutter sucht in ihrem Kalender den Bundestag. Komm schon, das ist schon gut. Ein alter Opa zum anderen. Ich fühle mich wie neu geboren. Kaum Haare, keine Zähne und ich pinkel mir immer in die Hose. Alles klar. Das ist voll schlimm, weil das echt so ist bei alten Leuten, Mann. Ja. Und halt auch bei Revi jetzt schon. Gut. Oh, der ist nicht schlecht. Lukas, weißt du, was deine Mutter manchmal macht? Sie steckt sich so eine Münze ins Ohr, weil sie 50 Cent hören will. Also 50 Cent. Also weißt du, verstehst du. Oh mein Gott. Oh, mein Mikrofon fällt gerade runter. Was? Ah, Moment! Ah, super. Perfekt. Ja, Lukas, bei deiner Mutter liegt ein Gästebuch richtig neben ihrem Bett. Machen wir direkt weiter. Herr Doktor, ich komme mir so überflüssig vor. Der nächste, bitte! Der ist aber schon alt, Mann. Nee. Pass auf, ich auch noch einen raus. Ja. Boah, der Junge da drüben ist so hässlich. Das ist mein Sohn. Oh, Entschuldigung, wusste ich nicht, dass sie der Vater sind. Ich bin die Mutter. Perfekt. Lukas, was macht dein schwuler Adler? Keine Ahnung. Er fliegt zu seinem Horst. Nein, falsch. Doch. Er kackt sich ein. Einen anderen Adler in den Arsch. Du Wichser. Das ist voll deins. Komm. Bitteschön. Hä? Was ist das? Das ist der schlechteste Witz. Was ist dieser letzte Satz? Okay, das ist einfach witzig, weil der letzte Satz so kacke ist. Ein Junge geht kacken. Wo ist der Witz? Er saß bei Papa auf den Schultern. Na danke. Genauso steht das da. Na danke. Also, der war wirklich Deluxe. Ja. Toll. Das Ding ist aber ohne Scheiß, auch wenn ich Witze raussuche, der kommt flach. Okay, machen wir das so, machen wir es so. Lukas zu seiner Freundin. Ja. Schatz, wer hat dieses hässliche Bild an die Wand gemalt? Schatz, das ist ein Spiegel. Jetzt werden hier mal die Shots gefeiert, Alter. Okay, pass mal auf, ich habe noch einen raus und zwar. In jeden Topf passt auch ein Dackel. Altes Sprichwort aus China. Oh mein Gott. Alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Papa, was ist denn der Transe? Boah, keine Ahnung, Mann. Frag deine Tante Klaus.
Schmeckt! Schmeckt! Killer, Killer! Nimm dir das Leben, mach mal weiter, Jody, hier, bitteschön. Was macht eine Wolke mit Juckreiz? Sag. Sag. Dich jucken? Ja, sie fliegt zum Wolkenkratzer. Ich bin oh. Das ist aber echt geil. Oder? Der ist Jody, lustig einfach. Das ist gut. Okay, warum schwamm der Hai im Kreis? Keine Ahnung. Der hatte Nasenbluten. Hä, verstehe ich nicht. Oh! Haie riechen Blut, du Volltrottel. Ach so. Mein Gott, Lukas, der Weifer, den du unterbelegt, dieses Stück Scheiße, Mann, mir reicht! Ja, ruhig! Was kostet die Kartoffel? Ja, 1,50 Euro. Und der Sack? Ja, der ist gratis. Gut, dann nehme ich den Sack. Oh mein Gott. Egal, pass auf. Deine Mutter klatscht sich ein Buch ins Gesicht und schreit Facebook. War der geil, Alter. Ja, Hammer. Machen wir direkt weiter. Lukas, ja. Was ist 200 km/h schnell und rollt über die Autobahn? Keine Ahnung. Deine Mutter auf dem Skateboard mit McDonalds-Gutschein in der Hand. Perfekt. Aha. Auf dem Skateboard. Lukas, ja. Um deine Mutter zu überfahren, muss man 6-mal nachtanken. Ja, weil das kann schon sein, weil die jetzt so... Das, egal. Genau. Ich hau mal jetzt raus. Warum geht eine Blondine leise am Tablettenschrank vorbei? Damit die Schlaftabletten nicht aufwachen. Oh. Boah, Junge, Alter. Der war so schlecht. Okay, an der Zollstation. Was haben sie geladen? 500.000 Austern. Aufmachen. Oh Gott. Das ist gut. John? Wenn Chuck Norris in den Supermarkt kommt, berät er das Personal. Mach den. Warum muss ich immer die dummen Witze vorlesen? Los! Ich will nicht. Mach. Nein, such einen anderen. Mach den. Der ist super, Lukas. Busfahrer, möchten Sie es nicht setzen? Mann, nein, ich habe es eilig. Du liest es falsch vor. Pass auf, ich mach das nochmal. Wertere Pups! Ja, ich mach mal das Fenster auf. Das wären die letzten Worte auf der Raumstation. Siehst du? Du musst das so vorlesen, verstehst du? Nein, aber der Witz war gut, der andere war schlecht. Jody, gar nicht gar lustig. Ich bin nicht lustig. Ich sag das immer wieder. Ich will auch nicht mehr machen. Ich würde eigentlich gerne lieber gehen. Wann gehen denn die U-Boote unter, Lukas? Einmal im Jahr am Tag der offenen Tür. Oh mein Gott. Mhm. Chuck Norris übernimmt morgen um 8 Uhr die Bauleitung von dem neuen Berliner Flughafen. Um 10 Uhr ist Eröffnung. Nice. Darf ich einen raushauen, der ist so schlecht. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Alles klar. Oh mein okay. Gott. Okay. Nee. Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? Keine Ahnung. Zwei Enten. Oh mein Gott. Hier gibt Angela Merkel Witze. Oh, die finde ich gut. Man schafft noch einen. Was macht Angela Merkel mit alten Klamotten? Keine Ahnung. Anziehen. Ich bin witzig. Warum spielt Angela Merkel nie verstecken? Ja, weil die keiner sucht. Ey, oh, was ist gelb? Killer Schmeck! Ja, was mach. Ist gelb, hat zwei Arme und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Zwei Bagger. Oh Gott. Junge, Jody, gönn dir den. Angela Merkel und Sigmar Gabriel sitzen auf dem sinkenden Schiff. Wer wird zuerst gerettet? Keine Ahnung. Deutschland. Der ist schon wirklich hart, ne? Angela Merkel liegt dann... Okay, was? Perfekt. Angela Merkel liegt im Krankenhaus und bekommt ein Telegramm. Wir wünschen gute Genesung. 135 Gegenstimmen, 57 Ja-Stimmen. Die Fraktion. Deine Mutter geht an Halloween als sie selbst und bekommt die meisten Süßigkeiten. Was erhält man, wenn man einen Wessi mit einem Ossi kreuzt? Einen arroganten Arbeitslosen. Pass auf. Eine Blondine geht über eine Brücke. Die Brücke stürzt ein. Warum? Warum? Klügere gibt nach. kommt ein Hartz-IV-Empfänger zum Arbeitsamt und sagt, ich hätte gerne einen Job. Ja, wie wär's mit 5.000 Euro, 30 Tage Urlaub, 4 Tage Woche? Wollen Sie mich verarschen? Ja, wer hat denn damit angefangen? Hier, was ist der Unterschied zwischen einer Milch und deiner Mutter? Die Milch gibt auch einen Fettarm. Mach den. Wieso benutzen Frauen Make-up und Parfüm? Keine Ahnung. Weil sie scheiße aussehen und stinken. Ich wollte gerade sagen. Ich werde so gehatet. Scheiße. Feminismus ist cool. Ich wollte Spider-Man anrufen, aber er hatte kein Netz. Ah.
fuck it. Typisch Inhalt in der Frauenscheidschrift. Bleibst du wie du bist, leckere Rezepte. 10 Kilo abnehmen in 3 Wochen! Das stimmt. Das ist wirklich so, Alter. Das liegt bei meiner Mom immer auf dem Toilettenzeitschrift. Ja, super, toll. Dann kannst du dich schon mal... Ach, egal, komm. Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Ah, hoi. Ist das dumm, Alter? Pass auf, der nächste. Chuck Norris wurde von der CIA verhört. Sie haben ihm alles gesagt. Was machen Frauen in einem Raumschiff? Putzen? Ja. Der Klassiker. Wenn Chuck Norris parkt, muss die Parkuhr bezahlen. Obwohl in der DDR keiner Arbeits... Was? Verstehe ich nicht. Das ist ein Ossi zwischen zwei Wessis. Jody? Eine Bildungslücke. Was? Oh, Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wir sind auf jeden Fall über 10 Minuten. Reicht auf jeden Fall an dieser Stelle. Lukas, ich würde sagen, wenn du noch was irgendwie zu deinem Kanal sagen willst, mach das ruhig auf jeden Fall. Ich werde eh wieder gemoved, wenn ich anfange zu reden. Nein, sag ruhig, was du sagen wolltest, wirklich. Diesmal gebe ich dir den Moment. Okay. Hi. Nee, möchtest du wirklich nicht zu deinem Kanal sagen irgendwas? Nee, heute nicht, danke. Perfekt, Leute, das war's für dieses wunderschöne Video. Schaut auf jeden Fall bei Jody Kalusti vorbei, die ist ziemlich lustig. Und schaut auf jeden Fall nicht bei Awai vorbei, denn er ist nicht ganz so lustig wie andere Leute hier auf dem Teamspeak. Und ich würde sagen, Leute, das war's für dieses Video. Macht's gut, kommt Awai nochmal wieder? Ich glaube nicht. Perfekt, Leute, das war's, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!